Hey Folks, it's me again. Heute zeige ich euch das tägliche Make-up. Mein tägliches Make-up. Meine Make-up-Routine beginnt eigentlich schon am Abend davor, wenn ich mein Gesicht reinige. Und nachdem ich das ganze Make-up abgemacht habe, benutze ich Clearasil, weil ich eine sehr unreine Haut habe, die eben auch so zu Aknenarben neigt. Ich bekomme dann so schwarze Flecken überall. Die versuche ich letztendlich im Make-up dann zu überdecken auch. Und ich trage also in dem Bereich, unterm Kinn, im Halsbereich und Dekolleté, gehe ich mit so Clearasil Wattepads rüber. Und das Clearasil nehme ich dann aber wieder mit dem Gesichtswasser ab, weil ich meine Haut nicht durch dieses Alkohol so doll belasten möchte. Also ich habe ein bisschen Angst, dass die Haut davon ausgetrocknet wird. Und nehme es halt deswegen quasi nach einer Endreinigung, nochmal nach einer desinfizierenden Endreinigung mit Gesichtswasser ab. Und danach trage ich recht dick meine Gesichtscreme auf. Das ist die Gesichtscreme Quitte von Dr. Hauschka. Und lege mich schlafen. Am nächsten Morgen, ein solcher war heute, stehe ich auf und trage das überschüssige Fett mit der Gesichtswaschcreme vom Dr. Hauschka ab. Und zwar ist es bei Dr. Hauschka so, dass man halt so eine Schüssel mit warmem Wasser nimmt und das Gesicht mit warmem Wasser quasi reinigt. Und dass man dann von dieser Emulsion, die ist so ein bisschen wie ein Peeling, hat die so ein bisschen raue Elemente und ist aber ansonsten, es ist echt eigenartig von der Konsistenz. Ich finde sie richtig gut. Sie riecht auch ein bisschen schräg. Mein Sohn findet es ganz eklig. Ich finde die ganz toll. Also ich nehme da auf jeden Fall eine walnussgroße Portion auf die Hand, verreibe das mit ein bisschen Wasser und drücke das ins Gesicht ein. Also ohne Reiben, ohne alles, damit die Haut nicht gereizt wird. Und dann nehme ich das wiederum so mit Wasser ab. Danach trockne ich mein Gesicht ab und creme es wiederum mit der Gesichtscreme Quitte ein. Allerdings nur leicht ein und das ist jetzt der Stand. Also ihr seht es auch, meine Haut glänzt hier leicht, ist ein ganz klein bisschen speckig, aber sie ist nicht fettig. Sie ist eher so, das ist wie eine coole Base, finde ich. Ich benutze für meine Foundation keinen Primer. Und jetzt ist ja gerade Sommer und da möchte ich auch nicht, dass das Make-up so dick ist. Und deswegen nehme ich von der Gesichtscreme Quitte ungefähr so viel. Von meiner Foundation nehme ich einen Drücker. Meine Foundation ist von Bobbi Brown. Es ist die Skin Foundation mit einem Lichtschutzfaktor 15 und die Farbe ist Golden. Ich war da beim Bobbi Brown Counter und habe mir das... Meine Freundin hat mir gesagt, Charlie hat mir gestern gesagt, wie es heißt. Vielleicht watchen? Nee, matchen. Ich habe es mir matchen lassen. Sprich, da wird auf den Hautton einfach irgendwie Make-up aufgetragen und geguckt, welche Farbe das ist. Und da ist rausgekommen, dass ich eben einen olivlichen Ton habe. Das seht ihr auch, das wusste ich auch schon selber. Aber auf jeden Fall ist da dieses goldenfarbene Make-up wohl ganz gut geeignet. Ja, und weil ich mir das Make-up im Frühjahr gekauft habe und jetzt Sommer ist und ich wesentlich dunkler geworden bin, ich mir aber kein neues, genauso teures Make-up kaufen wollte, habe ich mal bei DM geguckt, was es da so gibt. Und da gab es von Maybelline ein dunkles Make-up. Ich war total geschockt, dass es jetzt also auch von günstigen Firmen Make-up für farbige gibt. Und ich habe dann dieses Make-up so getestet am Handrücken und dachte, das passt von der Farbe. Habe es genommen, es ist im Gesicht viel zu dunkel. Aber wenn ich einen Spritzer zu meinem anderen Make-up und der Gesichtscreme gebe, dann passt das ganz gut. Ich vermische das jetzt also alles mit meinem Make-up-Pinsel. Das mache ich recht, bis es wirklich so ganz durch ist. Und das kann man auch breitflächiger auf dem Handrücken machen. Das macht überhaupt nichts. Wichtig ist, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass im Pinsel jetzt nicht irgendwie nur Gesichtscreme ist, sondern dass es wirklich komplett gleichmäßig ist. Und dann trage ich das Make-up, und das ist ein Tipp von der Bobbi Brown Frau, von innen nach außen aus auf. Und das mache ich so. Ja, weiter geht's.
Nachdem ich jetzt im gesamten Gesicht das Make-up, mein Make-up-Gemisch aufgetragen habe, lasse ich das kurz ein paar Minuten einwirken und trage es dann wieder ab. Weil ich es nämlich, also ich trage das Make-up sehr dick auf und ich möchte ja aber nicht, dass ich irgendwie nach einer dicken Make-up-Schicht aussehe. Und deswegen gehe ich jetzt quasi immer so mit so einem normalen Wattepad ganz leicht übers Gesicht. Ich glaube, es ist eine unheimliche Verschwendung natürlich. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich auf gar keinen Fall geschminkt aussehe vom Make-up her. Ich möchte nicht aussehen, als hätte ich eine dicke Make-up-Schicht drin. Es soll ganz natürlich wirken und dadurch eben auch gepflegt. Also ich bin ja auch 31 schon. Und für mich ist es, ich arbeite im sozialen Bereich und ich möchte einfach nicht aussehen wie eine Kosmetikerin, wie als ob ich ein Faible für Kosmetik hätte, weil es ja auf die inneren Werte ankommt. Also mir ist es wichtig, dass es sehr natürlich ist. Ich stehe auch sowieso auf natürlich, also das entspricht auch meinem Naturell. So, jetzt habe ich das gemacht, habe ungefähr so viel von dem Make-up abgenommen und jetzt geht es ans Überdecken. Im Vorhinein dachte ich, das kann ich jetzt eigentlich nicht machen, was ich mache, aber ich zeige euch mal meinen Stift. Ich habe irgendwie für diesen Stift vom Body Shop keinen Anspitzer bekommen. Und bei Body Shop habe ich irgendwie vergessen, einen Anspitzer mitzunehmen und jetzt bin ich nicht mehr zum Body Shop gekommen und jetzt, das ist mein Concealer, jetzt habe ich irgendwie Probleme mit meinem Concealer. Ja. Und zwar ist das der Concealing Pencil in der Farbe 6 vom Body Shop. Ich immer mit dem Nagel so rein und hole ein bisschen raus, weil ja, ich zu blöd bin, es irgendwie wieder einen Anspitzer zu holen. Und damit gehe ich über die Flecken, die ich habe, und decke die ab. Ich hoffe, dass es, wenn das Video gerendert ist, von der Qualität ordentlich rauskommt. Ich nehme es auf meinem MacBook auf und ich habe schon festgestellt, dass es einfach von der Kamera her nicht so eine richtig tolle Qualität ist, aber ich habe keine Digitalkamera und da ich ja irgendwie jetzt erstmal probiere, diese Videos ja zu machen und zu gucken, ob das überhaupt auf Interesse stößt. Deswegen bin ich jetzt irgendwie gerade nicht bereit dazu, mir eine 600-Euro-Kamera zu kaufen. Werde ich sicherlich tun, wenn diese Videos für euch tatsächlich interessant sind. Wenn das jetzt irgendwie nur für mich ein lustiger Spaß ist, würde ich das nicht machen. Ich mache die echt für euch so. Und ja, mal schauen. Also ich hoffe, ihr könnt mit der schlechten Qualität erstmal in der Anfangszeit leben. Ich muss es auch. Das ist auch sehr ärgerlich, weil wenn ich mir das so beim Aufnehmen angucke, sieht es toll aus, aber bei der Wiedergabe sieht es irgendwie nicht so toll aus. Ja, jetzt habe ich komme mal ein bisschen näher ran. Diese ganzen Flecken, seht ihr es hier so am Hals und im Dekolleté, seht ihr das ein bisschen, wie dunkel die sind. Und die habe ich jetzt halt im Gesicht komplett überdeckt. Und dazu habe ich eben den Concealer aufgetragen und dann habe ich den immer so ein bisschen eingetupft, ne? Dass man, ja, dass es einfach so ein bisschen verteilt ist. Als nächstes lege ich die Grundlage für mein Augen-Make-up und Highlighter auch. Und das mache ich mit einem Highlighter, mit einem Primer von Kiko. Das ist die Eye Base. Ich weiß gar nicht, ob die eine Farbe hat oder ob sie nur in einer Farbe gibt, weil ich die nämlich geschenkt bekommen habe. Und ja, damit mache ich quasi die Grundlage meines Augen-Make-ups. Tupfe ich so ein bisschen. Muss ich erstmal was rausbekommen. Es ist schon ganz schön in Benutzungsmitleidenschaft gezogen. Ja. So, ich mache euch das mal in einem Auge vor, was ich da so mache. Also ich habe jetzt hier so außenrum Punkte aufgetragen. Und weil ich ja auch highlighten möchte, ziehe ich hier eben diese Linie, ein schönes Indianer-Make-up und ich highlighte auch meine Nase leicht. Ich habe das mal in einem Video, in einem YouTube-Video einer farbigen Bloggerin, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich kann es nochmal nachrecherchieren und wenn ich es finde, verlinke ich es euch auch in der Infobox. Ich habe das mal gesehen und ich fand das toll, also ich trage einfach so ein bisschen, die hätte das natürlich irgendwie mit einem anderen Mittel jetzt gemacht als ich, aber ich trage es einfach so ein bisschen auf die Nase auf. Und verteile es
und nehme das dann aber auch wieder mit dem Finger quasi ab, sodass es wirklich nur minimal gehighlightet ist. Ja, in der Kamera sieht man es jetzt, glaube ich, nicht. Gut, dann verteile ich eben, tupfe ich quasi meine Base fürs Augen-Make-up ein, also den Primer, den tupfe ich jetzt mit dem Finger ein, verteile den schön gleichmäßig auf dem gesamten Augenlid, also auf dem, wirklich bis unter die Augenbrauen vom Wimpernkranz an und aber auch hier also auf der Innenseite, quasi am Nasenrücken entlang und unten unter den Augen benutze ich den quasi als Concealer, als Art Concealer. Und dann verteile ich eben hier genau, verteile ich halt hier quasi meine Highlighting-Linie. So, ihr seht das ganz deutlich im Unterschied, rechts und links, sieht unterschiedlich aus. Ich habe hier geschminkt und hier gehighlightet. Auf der anderen Seite sieht es so aus. Gut, ich mache das mal schnell auf der anderen Seite und bin gleich wieder da.